Knossi hat Angst vor Seven in the Wild. Oh Mann, ey, Fritz, was glaubst du, ich mach, ich schaff die Woche, ne? Da baut sich so langsam ein bisschen Stimmung auf. Aber was wollen wir Knossi fragen? Einfach so, wie die Vorbereitungen laufen? Interessiert mich wirklich. Wie laufen die Vorbereitungen bei Knossi? Oh je, wenn der anruft, ist was Schlimmes. Ich bin live. Bist du live? Ich bin live. Ich muss mal kurz Chat fragen, hört ihr Knossi, hört ihr ihn gut? Ja, yeah. Hallo, liebe Fans. Seven in the Wild. Sehr gut. Ich sehe schon, du bereitest dich mit deinen Schaustellerkarten gerade optimal vor. Achso, du willst mich jetzt... jetzt ruft der Lehrer an, will mich. Ich bin... Die Vorbereitungen laufen. Erstmal psychisch. Ich träume jede Nacht schlecht. Ich träume teilweise von dir. Ich träume von, wie ich Krokodile fange, wie ich von hinten auf die drauf springe, die vorne die Schnauze zu benimmt. Ich frage mich tatsächlich, ob Knossi manns genug ist, 7 Kippen mitzunehmen. Also Real Talk, es gibt ja dieses Item, 7 Zigaretten. Und ich frage mich wirklich, ob er süchtig genug ist, 7 Kippen mitzunehmen. Oder ob der sich in irgendeine Trinkflasche eine E-Zigarette einbauen lässt. Ein ganz krankes Zeug. Ich träume von Schlangen, bei denen ich nachts im Traum denke, ich habe einen schönen Schal, mach auf und die wirkt mich. So eine Scheiße. Aber das ist jetzt deine psychische Vorbereitung schon? Ja, und körperlich bereite ich mich vor, Nikotinhaushalt jetzt schon mal richtig auffüllen. Auffüllen? Also nicht runterfahren? Oh Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Auffüllen und fräsen. Ich fräs mir gerade was an. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, der Ranzen muss noch dicker werden. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Wie läuft's mit dem Regenwasser? Ah ja, da bin ich gut dabei. Mach dir keinen Stress. Also es bleibt drinnen. Und das ist schon mal sehr gut. Es bleibt mittlerweile drinnen. Das ist ja... Ich hab vor 2 Tagen habe ich 1 Liter Regenwasser getrunken. Einfach so? Mit Teilchen drinnen? Es war... Bröckelig. Ja. Es war bröckelig. Brühe quasi. Oh Gott, der muss seinen Körper ja auf Regenwasser einstellen. Ich hab beim letzten Mal probiert, aber Durchfall gekriegt, ne? Oh mein Gott, Alter. Bruder Knossi wird einfach... Oh mein Gott. Weil ich denke, ich weiß nicht, ich bin ja kein Arzt, ne? Aber das ist ja auch wie eine Art Impfung. Das heißt, wenn du viel Regenwasser trinkst... Das ist übrigens etwas, was eine Menge Leute in den letzten 2 Jahren gesagt haben. Ich bin ja kein Arzt, aber ist ja... Das haben sie auch so gesagt, in einem anderen Kontext wurde das gesagt. Dein Organismus ja schon mal drauf vor. So, ja, das mache ich. Also da bin ich dran. Und Impfung habe ich diese Woche auch. Ja. Hast du dich auch alles durch? Ich bin gerade zurückgekommen vor 2-3 Stunden oder so. Ich habe hier Impfpass hier liegen. Ich muss morgen mal alles durchchecken, was hier noch rein muss. Ich habe schon einiges, aber... Bisschen viel, alles, was man alles braucht, ne? Ja, das ist halt scheiße, ne? Was willst du machen? Ich hab... Ey, ich weiß nicht, wie du das machen willst mit einem Gegenstand. Du kletterst da hoch wie ein Rhesusäffchen. Holst die Kokosnüsse runter. Ey. Guck mir das an. Ich dachte, ich sehe... Knossi hat den Vorteil, dass er eh immer Durchfall hat. Was? Du kannst doch nicht immer Spritzstuhl haben. Das ist doch ungesund. Ja, ey, eine 5-Meter-Palme mache ich dir. Aber ich gehe da nicht auf so eine 20-Meter-Palme hoch. Wenn du da einmal wegrutschst, das war's. 5-Meter-Palme? Ich stand auf einem 5-Meter-Brett und ja. Hab mir die Hose geschissen. Geht nicht. Also das werde ich alles nicht schaffen. Ich bin... Doch, hat er? Hä, wie hat er? Er sagt halt, ja, aber Knossi hat doch nicht... Knossi kann doch nicht immer Sprühwurst haben. Das ist doch... Und außerdem ist das auch echt nicht gut. Überfordert mit der Schlafsituation. Das ist die wichtigste Situation, finde ich. Scheiß auf Essen. Das Wichtigste ist die Schlafsituation. Jetzt mal ganz ehrlich, wie willst du da schlafen? Wie stellst du dir das vor? Also ich verstehe ja, so ein guter Ausscheidungsweg von Sriracha-Soße, ihr müsst mir nicht sagen, Alter. Ich habe 2 Tage lang geweint auf Toilette. Ich habe auch wirklich geweint. Das waren dieses... Es sind keine guten Gedanken. Ich habe mehrere Ideen schon. So, ja. Also ich habe ja nur einen Gegenstand. Vielleicht nehme ich ja eine Hängematte mit. Nein, das nimmst du, kannst, dir geht nicht. Was glaubst du, was ich mitnehme? Messer. Machete. Er muss irgendein Messer mitnehmen, damit er auch Feuer machen kann. Vielleicht auch nur Feuerstein oder so. Aber für, also Messer, irgendwas. Messer. Messer, ja. Sein Kukri. Was ist das, ein Pokémon? Was ist ein Kukri? Ich bin nicht Outdoor genug, damit ich verstehen kann, was ein Kukri ist. Klingt auf jeden Fall wie etwas, das gegen Pikachu gewinnt. Eine Art Machete. Ah. Ja, du könntest die Kokosnuss aufmachen auf dem Stein, klar. Ja. Brauchst du ein Messer? Vielleicht brauchst du gar kein Messer. Ja. Du hast recht. Nee, du wirst kein Messer mitnehmen. Sondern eine Kokri. Du wirst
Du willst auch keine Schnüre mitnehmen. Nee, Kokri willst du auch nicht mitnehmen. Du willst auch keine Schnüre mitnehmen, weil die hast du irgendwie aus Blättern gebastelt in 20 Minuten mittlerweile. Ich habe gedacht, die sehe ich richtig. Ja, klar. Wie kann man sich Seile bauen? Ja, ist geil. Ist, du brauchst. Ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, ich hätte. Siehst du? Ich bin schon ein bisschen interessiert. Was wird Fritz Meinecke nehmen, womit er glaubt, dass er eine ganze Woche in the Jungles schafft? Und ich bin wirklich, es wird atemberaubend. Viel atemberaubender wird aber, ob Knossi eine Zigarette jeden Abend raucht oder auf Frustbasis angelehnt in einer Stuhlposition. Weißt du, Knossi wird sich sagen, der nimmt sich irgendein Magazin noch mit und dann geht er irgendwo an den Fluss. Das und flussab, scheißt in den Fluss und flussabwärts, irgendwo ist dann einer von den anderen Teilnehmern. Ey, wir müssen Knossi briefen, damit er das nicht macht, ne? Ist den Teilnehmern klar, dass das Knossi gebrieft werden muss, damit er das nicht macht? Das ist ja Wasser, das teilen die sich ja. Das kann er nicht machen. Das ist die richtigen Pflanzenfasern, dann geht das ganz gut. Aber ich hatte direkt eine Blase am Finger, ne? Da ist die, ja, der Finger okay. Ist gleich offen. Ey, und ich bin der, weißt du, wo alle denken, ja, 7 Gegenstände, ja, ja. Aber es ist für mich trotzdem viel härter als für dich. Glaub's mir. Viel schlimmer. Ja. Könnte, ja, ich weiß nicht. Das Ding, deine Frage war ja gerade wegen Schlafen, ne? Mhm. Also, ja. Ich baue mir auch irgendwas, um vom Boden wegzukommen. Aber das Ding ist tatsächlich, ich weiß ja selber nicht, wie es dort vor Ort ist, weißt du? Ich weiß, dass Krokodile und Fische auch ins Wasser scheißen. Aber die Menge, weißt du? Die Menge, die Konsistenz, der Säuregehalt, weißt du? Anderes Thema, Digga. Ich esse gerade. Lass dir schmecken. Du musst mich doch nicht darüber informieren, du störst mich gerade. Der pH-Wert. Ich habe so ein paar Szenarien in meinem Kopf, aber es kann auch sein, dass ich da hinkomme und merke so, ja, das funktioniert ja gar nicht. Ich habe das Material ja gar nicht hier. So, das ist ja der Vorteil an Schweden. Kommt hier rein und isst hier einfach in meiner Gegenwart. Was soll denn das? Warum beschweren sich die Leute immer? Ich bin hier gerade auch, es ist ja schwierig. Warum kennst du dich so gut mit Fäkalien aus? Ich habe mein Leben lang, seitdem ich Hunde habe auch, wirklich seit mehreren gerade. Jahren, habe ich intensiv den Gesundheitszustand meiner Tiere anhand der Konsistenz vom Stuhlgrad, habe ich einfach auch merken können. Ne? Du nimmst einfach einen Kotbeutel, greifst da rein und weißt sofort, wie es dem Tier geht. Du weißt es einfach. Die Farbe, der Geruch. Ich war ja schon 4-5 Mal davor in Schweden und das ist ja da alles, kenne ich ja. So, das heißt, ich weiß, was ich da habe. Aber es kann ja sein, dass ich mir jetzt irgendwas da überlege mit, ich mache mir da neben der Liane. Nee, ist wirklich so. Ich glaube, wenn man Kinder hat, hat man Ähnliches. Dann entwickelt man so eine Art Abgestumpftheit. Ne? So, das ist, dann werden Granaten in die Windeln reingezaubert, aber du entwickelst auch so eine gewisse, oh, gut, dass es dem Jungen gut geht. Und dann knüpfe ich da rum und plötzlich komme ich da an, da gibt es gar keine Lianen. So. Oder ich denke mir, da Müll angespült. Müll. Da komme ich da hin und dann finde ich da nur irgendwelche verrotteten Schnüre, wo ich einmal dran ziehe, dann reißen die ab. Kann auch sein. Ja, aber weißt du, ich habe auch schon überlegt, was mache ich denn mit Müll? So, ja, fange ich da mit Regen auf, mit so Plastikflaschen? Das meiste sind ja immer Plastikflaschen, das kennt man ja vom Beach. Ne? Ja klar, kannst du Regen auffüllen, kannst du aber auch drin lagern. Weiß nicht, ob da ein Deckel mit dran ist manchmal, aber ich kenne es auch von angeschwemmten Zacken, die sind ja auch teilweise nicht dicht. Die sind ja dann offen, Löcher, halb schon angegammelt und so, ne? Was jetzt angenommen? Das habe ich mir auch überlegt. Du findest eine Plastiktüte. Welche Verwendung hast du dafür? Einkaufen gehen. Der leckt mich am Arsch. Du, was machst du denn mit so einer... Du kennst diese ganz normalen Plastiktüten, so diese blauen oder weißen. Ja. Was? Also, wenn die Plastiktüte in einem guten Zustand ist, wo keine Löcher drin sind, wirklich vollwertig, würde ich mir entweder eine Regenauffangstation bauen. Also vielleicht so ein bisschen Sand ausbuddeln, ein paar Steine nehmen, Stöcker, dass ich irgendwie wie so eine Art kleines, wie so eine Vogeltränke habe, weißt du? Weil ich brauche ja, um Wasser aufzusammeln, Regenwasser aufzusammeln, brauchst du ja viel Fläche. Und wenn du jetzt da eine kleine Flasche hinstellst, so eine 0,5er PET-Flasche, da, die Öffnung ist ja viel zu klein. Auch wenn du es aufschneidest, da kommt ja nichts rein. Das heißt, so eine Plane könnte man gut aufschneiden, um da wie so ein kleines Becken, wie so ein Mini-Pool zu machen, wo du dann draus trinken kannst. Ja. Du könntest natürlich, je nachdem, wenn die Tüte natürlich groß ist und du viel davon hast, könntest du da fast schon ein Dach mit draus bauen. Aber das kommt drauf an, was ist das, ne? Ich denke, die sinnvollste Idee ist tatsächlich, wenn man sowas findet, das für einen Regenaufbau auffangen zu machen und ansonsten nicht damit zu rechnen. Muss man im Einzelfall sehen. Ich bin ja mal gespannt, wie viel, die werden ja unheimlich bei den Temperaturen vor Ort, die müssen ja die ganze Zeit trinken. Also Feuer jetzt mal dahingestellt, ne?
Aber du musst ja aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, der riesigen Temperaturen, du schwitzt ja, wenn du dich einen Schritt bewegst. Du musst ja trinken die ganze Zeit. Du musst die ganze Zeit trinken. Das heißt, jeder, der mehr als einen Gegenstand mitnehmen kann, muss sich unbedingt Wasserfilter mitnehmen. Also so eine Flasche, wo so ein Filter drin ist. Unbedingt. Also das ist halt echt... Der Methode auseinandergesetzt. Salzwasser Salz aus dem Wasser trennen. Ne? Ja, destillieren. Damit könntest du Kondenswasser auffangen. Aber wenn du das über dem Feuer gekocht kriegst... Ne? Brauchst, muss aber erstmal ein Feuer hinkriegen, ne? Ja, das habe ich ja. Ich habe ja Feuerstahl. Ja, also ich habe halt einen Gegenstand, ne? Ja, aber genau darum dachte ich jetzt gerade, du wirst einen Feuerstahl mitnehmen. Ich kann es halt jetzt noch nicht announcen, ne? Also ich weiß natürlich, was ich für einen Gegenstand mitnehme. Weißt du, was du machen wirst? Ich kann dir deine... Ich sag dir jetzt schon, was du machst. Du nimmst Feuerstahl mit, weil Feuer zu machen das Schwierigste ist. Hast du damals das Dschungelvideo von Tomery gesehen? Er hat das auch ganz, er hat das auch sehr schnell abgebrochen. Tomery. Nee. Blechdose finden, hast ein Messer. Verstehst du, was ich meine? Mach dir mal gar keinen Stress. Du bist jetzt meinige. Du willst doch ein Messer aus dem Stein machen. Und du findest irgendwas Scharfes. Du nimmst irgendwas, das Messer wird nicht, dann nimm Feuerstahl mit. Ist meine Empfehlung für dich. Aber was machst du, wenn es Krokodil kommt? Mit dem Feuerstahl? Was mache ich mit Krokodil? Ja. Machete. Pfanne. Nein, Rumpfschrei. Ah, okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ein Gefühl ist. Also ich versuche ja aus der dritten Perspektive mir das immer noch so vorzustellen, wie sich das anfühlt, ne? Aber wie es Knossi gehen muss, wenn dieser Tag X näher kommt, wann fliegen die dahin? August? September? Oh mein Gott, das wird krass. Krokodil, Junge. Ja. Ey, ich sag dir mal echt, jetzt findest du bei dir im Dschungel da einen Tümpel, guckst du hin, zwei Augen. Was machst du denn dann? Drückst du den Knopf, Helikopter? Du kannst ja erstmal froh sein, wenn du zwei Augen siehst. Weil dann weißt du, okay, scheiße, da ist eins, ich gehe lieber wieder. Problem ist ja eher, wenn du kommst und du siehst keiner. Ja, ich habe mit Sascha Huber geredet. Krokodile, wenn du da einmal was holen warst, die merken das. Merken das. Ja. Und die warten auf dich. Ja, und die warten auch, beim zweiten Mal passiert auch nichts. Beim dritten Mal passiert auch nichts. Aber irgendwann hat er ein Gefühl dafür, dass du wieder kommst. Und dann springt die Drecksau hoch. Ja. Ich bin der Krokodok. Der Krokodok. Verstehst du? Das Ende. Aber pass auf. Jetzt, Pfeifett. Was willst du am Wasserloch? Du willst Wasser holen, richtig? Ja. Du nimmst dir einen langen Stock, 4,50 Meter, und bindest ans Ende vom Stock eine Wasserflasche, eine PET-Flasche, die angespült worden ist. Und dann holst du aus sicherer Entfernung von weit weg vom Ufer mit dem langen 4,50 Meter Stock das Wasser raus. Also, ich würde überhaupt kein Wasser aus stehenden Gewässern rausholen, außer du kannst es abkochen. Ne? Aber mit welcher Schnur, wenn ich die schon für die Hängematte brauche, weil du keine Aufhängung erlaubst? Schnürsenkel. Schweinerei. Das ist so wirklich die Rede. Ja, aber nein, du kannst ja 30 Meter Schnur mitnehmen. Für die Hängematte, wenn du Schnur mitnimmst, brauchst du, keine Ahnung, 3 Meter, 4 Meter, das heißt, du hast noch 26 Meter übrig. Okay, aber ey, ich habe schon die Probleme, da habe ich schon die größte Angst davor. Der größte Druck, Tag 1, du kommst da an, krieg ich das aufgehangen? Na, das lernst du bei Martin und Otto, das lernst du. Ja, ich weiß auch noch nicht mal, ob ich eine Hängematte nehme, ne? Ja, gut. Ich weiß es nicht, Fritz. Ja, also pass auf, meine Empfehlung, dein erstes Training, egal mit Martin oder mit Otto, überleg in dem Training, was du wirklich nimmst. Und dann, im zweiten Training, trainierst du auch nur mit den Sachen, die du dann wirklich genommen hast. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Du brauchst einmal, musst du so ein bisschen Gefühl kriegen, alles mal austesten, dir angucken, damit du wirklich weißt, das nehme ich. Und im zweiten Training trainierst du dann aber auch nur mit den Sachen, die du hast. Ja. Ich werde eine Woche vor mich hin vegetieren, ey. Sag dir ehrlich. Ja, geht auch. Ja, ich habe so Eikum, aber ich habe... Er macht den Bommel. Er setzt sich so giftmäßig irgendwo hin und sein Körper fährt so langsam runter. Auch viel über die Situation nachgedacht. Wann drückst du? Jetzt angenommen, du liegst da, es hat dich was gebissen, du siehst nicht was, du siehst nur vier Löcher im Arm. Wartest du, bis dir schwindelig wird, oder drückst du? Da würde ich nochmal das Briefing abwarten, vor Ort, was da so ist vielleicht. Ja, aber das sind so Gedanken. Ja, so kann ich verstehen. Aber ich sag mal so, wenn ich sind an vier Löcher, Digga. Tümpel gehe und ich sehe da zwei Augen, dann drücke ich ja noch keinen Knopf. Das ist ja so, weißt du? Aber wenn sich das in deine Richtung bewegt, ja, dann gehst du erstmal zurück. Und dann gehst du erstmal nicht mehr zum Tümpel. Okay, jetzt hat dich das Krokodil am Bein. Drückst du? Also wenn das Krokodil dich am Bein hat, dann musst du erstmal mit dem Krokodil kämpfen. Da kannst du noch nicht drücken. Du musst erstmal kämpfen. Ich drücke auf jeden Fall einen Knopf. Ich habe permanent die Kamera in der Hand. Rekord.
Ja, ach so, den Knopf für die Kamera. Ja, gut, das ja. Oh Gott, das wird so unterhaltsam, Digga. Oh, ich hab Angst, aber ich bin gleichzeitig auch fasziniert und ich hab ein bisschen Angst und. Oh Gottes Willen. Ich sag dir, zum einen freue ich mich extrem, zum anderen kann ich das gar nicht einschätzen, wie das laufen wird. Ich wüsste jetzt, weil es gibt tausend Situationen in meinem Leben, da wüsste ich. Ja? Egal, wie aufregend das ist. Um den einzigen, um den ich richtig Angst habe, ist halt tatsächlich Knossi. Und ich meine nicht, weil ich ihn gut kenne oder so, sondern ich glaube wirklich, dass das eine Situation ist, die ihn überfordern könnte. Also so richtig extrem. Richtig extrem. Obwohl Überforderung vielleicht das falsche Wort ist, die ihn in eine Situation sitzt, mit der er in seinem ganzen Leben noch nicht zu tun hatte. Das Klima, die hohe Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, Isolation. Ich meine, wir haben ja beim letzten Save in the Wild gesehen, beim ersten. Dass Martin die soziale Isolation halt überhaupt nicht verkraftet hat, ne? Also so vollkommen. Und ich survival-technisch und sowas, es ist halt auch, natürlich musst du Fähigkeiten haben, aber das kommt ja noch dazu. Nikotinsucht, Alter. Aber bei der Situation kann ich gar nichts sagen. Ich habe auch große Angst vor der Situation, abends, wenn es dunkel wird, allein zu sein. Ja. Geräusche zu hören, weil ich glaube, es wird das sehr wird schlimm. Bleiben. Das wird richtig schlimm, Alter. Oh mein Gott, die erste Nacht. Die erste Nacht wird krass. Oh mein Gott, die erste Nacht, Shit. Oh Gott. Huhuhu. Da habe ich ganz große Angst davor, dass ich das nicht gehandelt kriege, dieses unheimliche nachts allein zu sein. Ja, das kann ich verstehen. Das ist der Punkt ist auch, dass dein Kopf halt was macht. In dem Moment, wo du weißt, du bist nachts alleine bei dir um die Ecke im Garten, geht das. Aber wenn du weißt, du bist da irgendwo auf einer Insel und du hast irgendwo ein Rettungsteam, die dann erstmal ankommen müssen nachts, das dauert auch erstmal mindestens eine halbe Stunde, ehe die da sind und sowas, ne? Da geht in deinem. Schau dir Tomary an, der war auch verloren. Also, ich mache mal jetzt hier einen Cut so, einfach weil das sonst auch viel zu lang würde für eine Reaktion. Alter, man kann jetzt schon so ein bisschen abschätzen, ne? Man kann es jetzt schon so ein bisschen abschätzen, wie, was genau bei Knossi los ist. Und ich, oh Gott, Alter, das wird krass spannend. Ich glaube, für die YouTuber, die das ganze Video sehen sollen, ich habe es jetzt nur angeschnitten, der Cutter verlinkt euch das unten. Kuss.